20 Uhr, schönen guten Abend. In Telefongesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin haben sich Frankreich und die USA heute um eine Entspannung der Ukraine-Krise bemüht. US-Präsident Biden forderte Putin nach eigenen Angaben auf, die mehr als 100.000 russischen Soldaten von der Grenze zur Ukraine abzuziehen. Ein Überfall auf das Nachbarland werde zu viel menschlichem Leid führen, so Biden. Zuvor hatte Frankreichs Präsident Macron rund 1,5 Stunden lang mit Putin gesprochen. Während die westlichen Staaten also weiter auf Diplomatie setzen, werden gleichzeitig Vorbereitungen für den Ernstfall getroffen. Mehrere Staaten, darunter auch Deutschland, riefen ihre Bürger jetzt zur Ausreise aus der Ukraine auf. Ursula Winkler berichtet.
Die USA, Großbritannien, Australien, Schweden, Italien und weitere Länder, etliche Staaten fordern ihre Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Vom Auswärtigen Amt heißt es in der Warnung, eine militärische Auseinandersetzung sei nicht auszuschließen. Die US-Regierung hatte vor einem möglichen russischen Einmarsch in das Land schon in den nächsten Tagen gewarnt. Russland bestreitet das. Das sei eine provokative Spekulation, heißt es aus dem Kreml. Moskau wirft stattdessen den USA vor, mit solchen Warnungen die Kriegsgefahr selbst zu erhöhen. Die französische Polizei ist in Paris gegen Teilnehmer eines verbotenen Protestkonvois vorgegangen. Auf den Champs-Élysées hatten sich Corona-Impfgegner mit mehr als 100 Fahrzeugen zu einem sogenannten Freiheitskonvoi versammelt. Auch Fußgänger schlossen sich an. Die Einsatzkräfte setzten Tränengas ein und drängten die Fußgänger in einen nahegelegenen Park zurück. Die Kritik an der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen reißt nicht ab. Auch der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, fordert eine Klärung offener Fragen. Der Wirtschaftswoche sagte Schlegel, man erlebe aktuell ein großes Wirrwarr, das für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar sei. Zoe Tassovali berichtet. Vieles wurde gar nicht zu Ende gedacht. Zum Beispiel, wie es mit dem Kündigungsrecht gegenüber Ungeimpften aussieht oder der Lohnfortzahlung. Das muss jetzt geklärt werden, fordert Bundessozialgerichtspräsident Schlegel. Falls diese Fragen bis Mitte März nicht geklärt werden, könnten Bundestag und Bundesrat den Start der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verschieben. Was für Schlegel aber sicher nicht geht, ist, dass einzelne Länder jetzt ausscheren. Bayern hatte ja Anfang der Woche angekündigt, die Impfpflicht auszusetzen. Und wir schauen zur Fußball-Bundesliga und da hat der FC Bayern eine überraschende Niederlage kassiert. Die Münchner verloren in Bochum mit 2:4. Auch Augsburg konnte in Gladbach keine Punkte holen. Am Ende stand es 2:3 für die Schwaben. Als einzige bayerische Mannschaft konnte sich der tabellenletzte Kräuter Fürth über einen Sieg freuen. Die Franken gewannen 2:1 gegen Hertha BSC Berlin. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen-Stuttgart 4:2, Frankfurt-Wolfsburg 0:2 und Freiburg-Mainz 1:1. Das Antenne Bayern Wetter. Die Nacht heute ist überwiegend sternenklar. Stellenweise kann sich aber Nebel bilden und eisig kalt wird's. Bis in der Früh sinken die Temperaturen auf -2 Grad im Raum München und bis auf -12 Grad direkt an den Alpen. Morgen der Sonntag, der bringt uns erneut einen Hauch von Frühling. Es wird sogar noch mal milder, bis zu 12 Grad sind morgen drin. Dazu bayernweit viel Sonnenschein. Allerdings kann es hier und da etwas dauern, bis die Sonnenstrahlen den Frühnebel weggeschoben haben. Zum Start in die neue Woche wird es dann etwas wechselhafter. Servus auf die Straßen, das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Mit der A9 Nürnberg Richtung Berlin, die bleibt gesperrt zwischen Laufersbruck und Schneidach. Hier Reinigungsarbeiten nach einem Unfall, ihr werdet umgeleitet über die U63. Gesperrt ist auch die A70 Bamberg Richtung Schweinfurt-Werneck zwischen Eltmann und Knetzgau. Hier laufen Bauarbeiten. Hier werdet ihr über die U84 umgeleitet. Die A8 Stuttgart Richtung München. Hier läuft eine Unfallaufnahme auf der rechten Spur auf Höhe Ulm-West. Und dann haben wir noch die B533 Hengersberg Richtung Freyung. Bitte hier vorsichtig fahren zwischen Frauenberg und Lichteneck. Da gab es gerade eben einen Unfall. Die Unfallstelle ist noch ungesichert. Der neueste Live-Blitzer, bayernweit nur bei uns, steht auf der B12 zwischen Hohenlinden und Forst-Inning. Hier ist Tempo 70 erlaubt. Habt ihr noch was für uns? Ihr erreicht uns immer kostenlos unter der 0800 994 9000. Eine gute Fahrt euch. Yeah.